Hi, hier ist der Frank von Wir kochen was. Wir wollen heute wieder ein bisschen Putenfleisch verarbeiten. Und zwar haben wir uns wieder bei Rewe so einen großen Putenflügel gekauft. Den habe ich heute Morgen schön tranchiert, waren wieder so 2,5 Kilo. Sind ja immer ultra günstig, die Teile. Und das haben wir hier schon mal mariniert. In Hoisin-Sauce, Sojasauce, Ketchup, Manis und Sesamöl. Das hat da jetzt so locker 4, 4,5 Stunden ist es da drin gewesen. Ich habe das immer mal zwischendurch schön durchgeknetet, massiert. Nicht? Muss man das Fleisch ja schön massieren, damit es kräftig im Geschmack wird. Dann wollen wir da gleich in unseren Wok noch ein bisschen Champignons schmeißen. Die hatten wir von neulich noch übrig. Ein bisschen Knoblauch. Eine rote Zwiebel, wie immer. So ein fieses kleines Chili-Teil. Pfeffer, Salz haben wir da drüben stehen. Ein bisschen Öl. Ja, und der Rest findet sich dann, glaube ich, gleich beim Machen. Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet. So, dann wollen wir mal starten. Ich glaube, als erstes mache ich mir mal hier den Knoblauch platt. Dann werde ich den jetzt gleich klein schneiden und dann kommt der schon mal hier oben an die Kante. In aller Fell ist blue. So, jetzt habe ich den Knoblauch, die Peperoni, die rote Zwiebel und die Champignons klein geschnitten. Jetzt werden wir uns da gleich an den Wok begeben. Genau gesagt jetzt. Dann werden wir den mal heiß machen. Und noch ein bisschen Fett rein. Ich nehme immer gerne ein bisschen Öl. Das lassen wir jetzt einmal kurz richtig heiß werden. So, dann tun wir jetzt mal da schön unser mariniertes Fleisch hinein. Die Pute. Die werden wir jetzt hier schön anbraten. Und dann tue ich da gleich Zwiebel und Knoblauch zu. Aber ich will das jetzt erstmal so ein bisschen anbraten. Jetzt kommen hier schön die roten Zwiebeln da rein. Der Knoblauch und die Chili. Mit den Champignons warte ich noch einen ganz kleinen Moment. Sonst verkochen wir die jetzt gleich. Das soll jetzt alles so ein bisschen schön andünsten. Und dann werden wir das gleich schön ablassen. So, die Champignons tue ich dann auch schon mal rein. Meine Kamerafrau war nicht so schnell wie ich. Entschuldigung. Kein Problem. So, dann braten wir die jetzt auch noch so ein bisschen an und dann werden wir das gleich ablöschen. So, jetzt füllen wir das Ganze ein bisschen mit Wasser an. Wunderbar. Jetzt haben wir das ein bisschen abgelöscht. Löst sich da unten drin halt schön die Kruste, das, was sich hier schön angesetzt hat. Das gibt dann schön den Geschmack für die Soße. Schon fast noch zu wenig Wasser da drin, kann ich aber gleich noch ein bisschen nachfüllen. Ich nehme mir jetzt mal einen Löffel und werde da noch mal ein bisschen was hineinfüllen. Ich möchte da gerne noch reinhaben, so ein bisschen was an Ketchup-Manis. Und Löffel. Geil. Ein bisschen dünnflüssiger, ein bisschen schwieriger vom Löffel zu kriegen. Endlich darf ich hier mal drin rumkratzen, wie keine beschichtete Pfanne. Dann tue ich noch ein bisschen Hoisin-Sauce da hinein. So. Auch eine Löffel. Ja, auch einen Löffel. Vielen Dank. Und noch ein bisschen Sojasauce. Damit muss man aber so ein bisschen vorsichtig sein, weil es ja sehr salzig. Aber so ein Löffel oder anderthalb gehen schon. So. Man könnte da auch noch ein bisschen Bohnenpasta reinpacken. Okay. Gar keine dumme Idee. Gucken wir gleich mal. So.
Dann rühren wir das Ganze mal um. Sieht doch gut aus, das oder? Sieht gut aus. Ja. So ein bisschen Frühlingszwiebeln hätten wir auch noch machen können. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Ja, aber das ist doch schon mal ganz geil. Dazu machen wir nachher Reis. Ja. Und ich hole mir jetzt mal eben die Paste. So, ein bisschen Sojabohnenpaste tue ich da jetzt noch hinein. Das macht den Kraft, das alles noch ein bisschen kräftiger im Geschmack. Machen wir gleich. Habe ich eben erstmal nachgeguckt, wie lange sich die hält. Die hält sich aber lange im Kühlschrank, also noch 10 Monate. Kann ich noch ganz viele Suppen machen, wo ich immer schön diese Sojabohnenpaste hineinpacke. Sehr schön. Ja, mit Lamensuppe, ne? Zum Beispiel unsere Lamensuppe. Solltet ihr das Video noch nicht gesehen haben, schaut bei uns doch mal in der Mediathek vorbei. Lamensuppe, sehr lecker, sehr schön. Kochen wir super gerne. Vielleicht mache ich demnächst noch mal ein Update dazu. Schön mit Shrimps oder so. Bestimmt eine schöne Sache. Bestimmt, sehr lecker. Unser Fleisch ist jetzt soweit fertig. Ich glaube, das schmeckt auch schon ganz genial. Das Ganze ist jetzt aber alles noch ziemlich hart, unser Fleisch. Das braucht jetzt noch einen Augenblick. Deshalb lasse ich das jetzt so ein bisschen vor sich hin köcheln, mache da einen Deckel drauf, stelle das noch ein bisschen weiter runter, so auf 4 von 9 und lasse das jetzt so ein bisschen vor sich hin köcheln. Wenn wir soweit sind, dann melde ich mich gleich. Anderes Thema, vielleicht interessiert es euch. Ich werde wahrscheinlich heute oder morgen ein Video machen zu dem Thema, wie bekomme ich mein Mikrofon an meinem iPhone zum Beispiel oder auch, wie bekomme ich ein externes Mikrofon an eine DJI Osmo Pocket? Sehr schönes Thema, habe ich mich neulich ganz fürchterlich drüber aufgeregt, weil man plötzlich ganz viele Sachen kaufen muss, damit der Kram endlich funktioniert. Seid gespannt, schaut einfach auf meinem zweiten Kanal vorbei. Ich werde hier drunter einfach einen Link machen, dann kann man das sehen, wo ich das hingepostet habe. So, jetzt hat unser Essen hier mal eine Dreiviertelstunde vor sich hingeköchelt. Jetzt ist das hier alles schön runter reduziert, das Fleisch zerfällt fast. Damit ist das Ganze jetzt fertig. Ich hätte da jetzt noch so ein bisschen Frühlingszwiebeln reinschmeißen können. Die wären dann jetzt aber dadurch, dass da ja viel Sojasauce drin ist und dunkle Gewürze, wären die auch verhältnismäßig dunkel geworden. So, dann wollen wir jetzt ein bisschen anrichten. Wir haben schon den Reis ein bisschen vorbereitet. Das ist ja dunkel. Ja, das warst, glaube ich, du. Meine Frau hat den Reis heute ganz dunkel gemacht. Sauberei. Hast du viel zu wenig gekocht? Siehst du, ich kann das gar nicht so gut, wie du das immer kannst. Ich mache hier Schweinkram. Warst du gut? Ja. Warst du viel gut gemacht? Nein, habe ich nicht. Aber egal. Guck mal, mein Berg zerfällt. So ein Mist. Ich tue jetzt einfach mal ein bisschen was von meinem Essen hier drauf, damit ihr euch das dann mal angucken könnt, wie das aussieht. Ich finde, das sieht richtig, richtig lecker aus. So, ein bisschen Grünzeug da dran. So. So sieht mein Putenflügel geschnetzeltes China-Art, Asia-Style aus. Schön mit rotem Reis, den Jajuk bereitet hat. Ein schnelles Essen, verhältnismäßig einfaches Essen. Wir werden es uns jetzt schmecken lassen. Dann sagen euch Tschüss. Und Frank Tschüss. Bis zum nächsten Mal.